Aber lass uns doch noch einmal die Karten genauer ansehen. Kapitania, wenn ihr mir einen Tag Zeit zur Planung gebt und die Dienstorder Zimmermänner zur Verfügung stellt, ließ sich ein Karakel zur Verfügung stellen, der, ich garantiere euch, schneller ist als die Plagenbringer oder ihre Plagen. Naja, dann nehme ich ja lieber die Schützen mit. Und lass mich mit denen zerfetzen. Also wir können gerne die Schützen mitnehmen, wenn ihr das alle wollt. Aber taktisch wird das ein Albtraum. Ich halte das auch für eine schlechte Idee. Je weniger Leute betroffen sind, desto besser ist das. Desto schneller und unerkannter können wir entkommen. Dann, warum nicht einfach nur eine Handvoll Schützen? Was bringt das? Also das Sinnvollste ist doch, wir rennen weg. Sepentio hat gesagt, die Dämonen sehen uns mit ihren Augen, richtig? Sepentio? So sieht es aus. Dann macht er eine Illusion, dass wir nicht da sind, wo wir sind, und wir rennen. Dies setzt allerdings voraus, dass ihr... Ja, warum nicht? Dann rennen diese 5 Leute halt mit uns. Wenn die zurückbleiben, bleiben die halt zurück. Das gilt für jeden von uns. Aber wir können sie doch gleich hier lassen, wenn wir sie eh nicht gebrauchen können. Und die Frage nur, weil ich es nicht gehört habe. Was spricht gegen Transversales? Bisher hat das einfach keiner vorgeschlagen. Ich dachte, wir hätten hier automatisch angenommen, dass der nähere Limbus voller Dämonen ist, aber nee, weiß das einer? Ja. Plus pro Mitreise erschweren vielleicht nur. Ja, okay, aber dann schicken wir nur 2 Dudes hin. Also du weißt zumindest, dass irgendwas Großes, richtig Großes beschworen werden soll oder schon ist. Schon ist, könnte uns Hardin so... Aber das können wir ja testen. Du weißt halt auch nicht, was die Harfe macht. Könnte halt sein, dass du mit diesem Hafenklang auch das Ritual beendest oder den Dämon wegschickst oder. Aber zumindest ist die Option Transversales auch eine Möglichkeit. Man sollte halt sicher gehen, dass im näheren Limbus kein Dämon hockt. Ja, das Problem, aber mir hat es natürlich schon beschrieben, da können wir allerhöchstens 2-Mann-Team da reinschicken und einer von beiden muss Abemir oder ich sein. Ja, vor allem muss einer von euch da sitzen und die sich auf die Harfe einstimmen und der andere muss halt keine Ahnung, wie viele Dämonen und so aufhalten. Ihr wisst ja schon, sie will Immunitatio 36 ASB haben. Mhm. Die kann ich alleine zur Verfügung stellen. Hat immer noch genug übrig, um einen Schruf zu rufen. Genau, wenn Abel mir mich verteidigt, kriege ich Immunitatio die 36 alleine gezahlt. Außerdem, ich kann beliebig einen Kraftspeicher zur Verfügung stellen, auch wenn ich es nicht gern tue. Ich würde ungern durch Limbus rennen. Außerdem, ich kann demjenigen, wenn er möchte, vorher den Reversales magischen Raub aufdrücken. Aber mir springt lieber durch die Schatten. Ja, das ist an dieser Stelle die sicherste Variante. Ich glaube, das geht nicht weit genug. Also Abelmir war ja auch schon auf Ruler. Du kennst auch die Karte, die ich hier jetzt schon mal verlinkt habe, beziehungsweise euch fokussiert habe. Du weißt, dass dort, wenn sich nichts geändert hat, auch ein kleiner Tempel und ein Gasthaus steht. Mhm. Auch das könnte man zu benutzen, zur Abwehr. Also sollten halt Lederschwingen kommen, geht man in den Tempel rein. Das ist halt ein Tempel von Charybdoroth so, aber... auch das wäre eine mögliche Option. Weil dann sitzt du da halt fest und die können Truppen an Land schicken, die dich aufsammeln. Ja, ich sag nur, ne? Okay, also, du sitzt dann fest und kannst immer einen Plan machen. Wir können mit einem einzigen Karakil die gesamte Gruppe reinbringen und wieder extrahieren. Ja, aber unsere Geweihten werden sich auf den Karakil setzen, daran kannst du dich gewöhnen. Warum nicht? Ich liebe Karakil, aber trotzdem. Das wird noch niemals halt einen Djinn. Dann schicken wir die Geweihten. Du bist ein Djinn in einem Unheiligen, seufst du? Dann schicken wir die Geweihten halt nicht hin. Dann gehen Boltax, Abelmir und Serpentilio und Diamantis. Die gehen hin, spielen die Harfe. Ich werde mir auch keinen Karakil setzen. Oh mein Gott, ich male ihn für dich pink an, wenn das dein sanftes Gemüt an dir nicht beruhigt. Ich setze mich auf den Karakil. Richtig, wir geben ihm Tarnung. Wir nennen es eine Flugechse. Wir nennen es deine Luftschlange. Einhorn. Und es wird Regenbogenfarben sein. Das ist total awesome. Ich habe einen Vorschlag. Wie wäre es denn, wenn wir zusammen angreifen? Sich die Sepetius Vorschlag genauso widerlich finden wie ich, schon früher zurückziehen, er die Harfe spielt und er dann sein mehr als unrühmliches Gefährt verwendet, um zu fliehen. Dann hätten wir schon mal Zeit abzuhauen, bevor die Lederschwingen kommen. Das ist gut. Ich finde den Plan nicht gut, aber ich befürchte, wir müssen hier in den dämonischen Apfel beißen. Aber nur das zum Verständnis, wenn die Harfe gespielt wird, verschwindet dann nicht auch der Flugdämon? Naja, da muss ich Sepetio jetzt drum kümmern, das weiß ich nicht.
Er lässt sich in den Limbus bannen, bis wir ihn brauchen. Aber mir, Aventurio lehnt sich ein wenig auf seinen Stab vorwärts. Mir kommt da gerade ein Gedanke. Alise, wir sind halt Fliegen. Und wir haben bereits festgestellt, sie sind auf tatsächliche Flugeigenschaften angewiesen. Wie ihre Flügel und die Luft und so weiter und so fort. Ja? Nun, wenn wir in der Lage wären, sagen wir mit Hilfe einer hinreichenden Unitation, einen Sturm darauf zu beschwören, hätten wir genug Deckung, um uns zu entfernen. Arachnos Aufzeichnungen haben einige sehr explizite Anweisungen dorthin gehend. Ich bin sicherlich in der Lage, mit Hilfe einer Unluftmanipulation etwas solches zu bewerkstelligen, wenn ihr mir helfen mögt. Habt ihr einen Kantus, der einen Sturm beschwören kann? Wie ich bereits sagte, ja, Arachnos Papier. Habt ihr die These schon entwickelt? Ihr habt einen Kantus zur Verfügung. Aber mir habt ihr die Papiere gelesen, die der Mann uns zur Verfügung gestellt hat. Ja, ich konnte es ist eine sehr interessante Betrachtung von Freiformung elementarer Matrizen. Ja, ich konnte daraus aber noch keinen Kantus entwickeln, um einen Sturm zu entwickeln. Weil ihr an die Sache falsch herangeht. Ihr versucht, es zu formalisieren, wo es nicht geht. Es beruht in seinem Kern auf den freien Manipulationsfluss der herbeibeschworenen Energie. Ich gebe zu, es klingt auch für mich reichlich gefährlich. Ihr könnt einen Test veranstalten und sehen, wie es funktioniert. In sicherer Entfernung. Also ist euer Vorschlag, alle Mann dahin. Es laufen schon mal welche weg, dann spielen wir die Harfe, du machst gleichzeitig deinen Sturm und dann läuft der Rest hinterher, alle wieder in diesen kleinen Fischerort an Bord des Schiffes und dann sehen wir zu, dass wir Wasser gewinnen. Ja, aber ich hatte mehr Erfahrung als ich. Wie groß ist die vermutliche Reichweite der Lederschwingen von der Plaggenbringer aus? Nun, sie sind beliebig weit, können sich entfernen. Sie sind nur an ihren Meister gebunden. Sie sind daran gebunden, dass sie müde werden, dass sie essen müssen, dass sie... Nun, sie können auch an Land landen. Warum sollten die das nicht können? Nun, wenn sie an Land landen, können sie uns nicht mehr verfolgen. Nee, ich weiß nicht, was ihre maximale Reichweite ist, bevor sie erschöpft zurückkehren müssen. Ich vermute, es sind halbdämonische, vielleicht halbdämonisch-dierische Wesen. Ich weiß nicht, welche... Ich habe euch bereits darauf hingewiesen, dass wir davon ausgehen können. Nun gut, dass aber ihre Befähigungen waren sie sind trotzdem wahrscheinlich, haben sie noch einen gewissen dämonischen Anteil. Und ich weiß nicht, was ihre Aussage ist. Da können wir auch nur spekulieren drüber. Nein, Capitania, unter der Annahme, dass ein solcher Test, den wir dann zügig durchführen werden, glückt und die Sache im Allgemeinen als erfolgreich angesehen werden kann, ist dies die beste Option, die ich euch anbieten kann, eine große Gruppe zu inserieren, wieder zu extrahieren und das Ganze unter relativer Deckung vor den Niederschwingen. Wir werden trotzdem kämpfen müssen, aber wenig. Ich müsste gerade eine regeltechnische Überlegung anstellen. Und zwar, euer Gewitter, wie groß wäre sowas und reicht das? Ich muss vorhin gucken, freust du, was du noch wohl auch noch Formeln gepostet hast? Ist die Mannentrad? Nein, denn die war für uns alles. Und die muss irgendwo anders stehen. Habe ich die überhaupt gepostet? Ja, du hast einen Ausschnitt aus dem Myranischen Magie gepostet, wo die Formeln des... Ich habe da noch eine Frage zugestellt. Dann, ob das mit Unluftbasis geht. Dann war das in dem Thread zu dem Abenteuer. Right, aber welches war das noch gleich? Okay, denn ich kann anbieten 100 Schritt Radius Gewitter. Wie lange? Komm auf Seite 2. Stunden. Stunden ist gut. Also eigentlich ist doch der Plan... Windkönig und Schattenspiel. Ja, Windkönige Schattenspiel, da müsste es drin sein. Das Gewitter dauert Stunden, aber ich brauche eine Spielrunde, um es zu casten. Okay, erstmal, ich habe hier gerade die unbeantwortete Frage stehen. Frosty, kann ich als Anrufungsformel den Invokatio benutzen, um das unelementarer Basis zu machen? Ja. Okay. Dann, wir haben hier den Sturm. Luftkontrolle über Element, eine Stunde, Zone mit 3x ZFW-Schritt Radius beweglich, maximal ZFW-Stern Stunden. Probe plus 19, 76 ASP plus 10 ASP pro Stunde, daher die Unitation. Gibt auch als Großbeschwörung mit 20 Stunden Zauberdauer, ist vermutlich für uns nicht machbar. Also wie groß kriegst du das Ding hin? ZFW. Dreimal ZFW, ich kann ZFW von 22 aufbringen. Also 66 Meter. Also mein Nachteil ist, es bewegt sich nicht mit uns. Das ist ja eigentlich nicht so schlimm. Also für euch ist es unrealistisch, weil ihr zu viel Zeit braucht und weil ihr euch um das Harfespielen kümmern müsst. Also unsere Zone bewegt sich. Okay. Aber dauert eine Stunde zum Zaubern.
Und denkt dran, ich habe noch die Feldvariante, alles abregnen zu lassen innerhalb von einem gewissen Radius. Also wenn sie uns dann wirklich nahe kommen. Aber ihr habt eine andere Aufgabe, oder? Wenn Rafim und ich zurückbleiben und das machen, das ist, dann verteilt sich es irgendwie besser, also, oder? Also solange ihr wisst ja nicht, was da passiert, so, aber solange ihr da unentdeckt bleibt, könntet ihr ja eine Stunde lang zaubern und erst wenn das losgeht, fangt ihr an, auf der Harfe zu spielen. Dann habt ihr die Aufmerksamkeit von allen, aber dann funktioniert auch der Sturm. Ist halt die Frage, wie die Reihenfolge ist, aber das ist halt auch abhängig davon, wie es vor Ort aussieht. Da hilft dann aber ein Umluftsturm. Wir können vermutlich auf gebundenen Genin dann verzichten. Also ich glaube, am sinnvollsten ist doch, ihr kümmert euch um die Harfe, Zulamin macht den Sturm, weil im Prinzip wollen wir auch gar nicht, dass der Sturm uns folgt, sondern wir wollen halt nur einmal, dass die Liederschwingen uns in dem Moment nicht folgen können, dann wollen wir doch aus Sichtweite rauskommen. Mehr wollen wir doch gar nicht. Oder? Ja. Da Sturm, Zulamin macht Sturm. Also ich meine, wir können das ja abpassen. Zulamin fängt mit ihrem Sturm an und dann spielt ihr mit der Harfe. Ich meine, wir haben das ja unter Kontrolle, was wann passiert. Und dann schlagen wir uns durchs Dickicht. Genau, dann rennen wir halt durch den Sumpf und hoffen nicht zu verrecken. Steigern wir ins Leben. Ich bin froh, dass ich sumpfkundig aktiviert habe. Also ich. Gut, dann macht Zulamin den Gegenvorschlag. Ich könnte die Sturmlöwin um Hilfe anflehen. Naja, ich habe das noch nie gesehen. Wie kräftig ist denn dieser Sturm? Nun, es ist die Macht Rahandras. Es ist ein Gewittersturm. Naja, der fliegende Wesen durchaus vom Himmel holen kann. Naja, sind wir denn in der Lage, uns unter Deckung dieses Sturmes fortzubewegen? Nein, ich denke nicht. Der Sturm kommt auf und ist dann unabhängig von uns. Damit jeder zuckt mit den Schultern, ne? Naja, mein Vorschlag wäre, Sturm und Hafenspiel beginnt also wir sorgen dafür, dass der Sturm dann aufzieht, dann spielt er die Harfe und dann setzen wir uns auf die Geule, die wir uns in Rulat besorgt haben und dann geben wir den Zunder, dass wir ihn durch den Sumpf kommen. Und dann, irgendwer hat gerade nachgemessen. Wie weit ist es quer über Rulat? Also die Karte ist geeicht. Du kannst es auf 1:1? Ja. Dann sind das 53 Meilen. 50. Ja, aber ich glaube, wir wollen irgendwo nach hier, oder? Oder wollen wir nach da? Either way. Wo zeigt ihr denn? Achso, da, okay. Okay, ich war auf der anderen Karte drüben und da war es irgendwie. Ja, ich auch. Das sind zwei, wir können Tagesmärsche, wenn wir wirklich die ganze Länge entnehmen. Ach, da ist dieses Wotarak. Ich hatte mir das ungefähr auf der Hälfte der Ostküste vorgestellt. Ist hier runter, ist es ein ordentlicher Gewaltmarsch. Also die Frage ist, wollen wir überhaupt unbedingt da eingesammelt werden oder ist hier nicht auch fein? Genau, die Stelle, wo Schoko Point hat, gefällt mir eigentlich gut. Also damals mit der Gezeitenspinne. Damals mit der Gezeitenspinne seid ihr hier. Also was heißt ihr? Nur Abelmir. Abelmir ist hier hoch und dann runter über verschiedene Positionen. Welche Karte bist du gerade? Du bist auf falsch gerade, oder? Er ist auf Tobin Rulat. Ja, genau, da meine ich auch. So, also hier oben ist die Spitze und ihr seid damals hier mit der Gezeitenspinne hochgedockt und dann geklettert. Das ist halt auch gefährlich, ne? So, und ihr könnt natürlich auch hier irgendwie die Klippen runterspringen oder hofft, dass da irgendwie was anderes ist. Da habt ihr bisher noch nie geguckt, das wisst ihr nicht. Wotarak ist halt im Sumpf ein Dorf von Fischern. Können wir einfach die Ostküste runter bis zu dieser Einschneidung da? Also ich kann dir mal zeigen, wie aktuell die Klippen aussehen, damit du es mal gesehen hast. So sehen die Klippen aus. Hier sehen wir hoch im Osten. Die sehen überall so aus. Das springen Leute, wir. Leute, überhaupt kein außer Problem. Stella, du hast einen Plan? Ja, auf jeden Fall. Der nicht reise durchs Erdreich ist? Ja, ich mache uns alle zu Stein, paralysisch starr wie Stein. Wir springen runter, ich schalte den Zauber aus, ihr könnt schwimmen. Der nächste springt runter, ich schalte den Zauber aus, ihr seid unten. Ja, aber denk dran, das heftigste Strömung. Genau, du wirst halt übel gegen die Steine prallen. Also ich und Rafim kriegen das hin. Das Prallen ist ja egal, aber das Schwimmen ist schwierig gerade. Also ich glaube, Serpentio verreckt uns dabei. Ohne jetzt gegen deine Werte was zu sagen, aber komm, gut auf der Acht. Besitzt ein transversales Not. Theo kann transversalisieren. Das Problem ist, wir wollen nicht transversalisieren, ohne vorher Tests zu machen. Wir haben weder Zeit noch Rast. Wir haben Tests zu machen. Ja, du musst wohl klettern. Obwohl, ganz ehrlich gesagt, wenn wir einen Tag... Ich kann levitieren. Ob wir einen Tag dahin rein oder zwei Tage dahin. Also entweder haben die uns in einem Tag schon eingeholt und wir sind doped, oder die holen uns in zwei Tagen auch nicht ein.
weil der Punkt ist, wir sind auf keinen Fall in der Lage, einen Sturm lang genug aufrechtzuerhalten, dass uns die ganze Reise überdecken wird. Es sei denn, irgendjemand hat zufällig 300 ASP in der Tasche. Serpentilio? Nein. Nur 90. Also, ich glaube, Sturm, Ablenkung, Laufen. Ist das Beste, was wir machen können. Also, wenn der Sturm die Widerschwingen für uns runterholt, muss er sie überzeugen genug runterholen, dass wir uns unter der Deckung der ganzen Sache so weit verpissen können, dass sie die Spuren nicht mehr aufnehmen. Oder dass einfach keine mehr da sind. Halte ich für realistisch. Ja. Ist aber ein Risiko. Von daher, Schützen mitnehmen bin ich eigentlich wohl ja. Ja, aber die Problematik ist halt... Tulamin wird auf Rafim hören, weil der Militärexperte ist. Aber ich als Spielerin finde die Schützen jetzt auch nicht das Blödeste. Die Schützen können doch nicht schießen mitten im Sturm. Irgendwie funktioniert nicht. Nein, aber sobald wir aus dem Sturm draußen sind, was auch immer dann noch unterwegs ist, wird uns anholen können. Die Problematik, die ich halt sehe, ist, wenn der Schütze da steht und zielt, dann fliegt halt die Lederschwinge weiter über uns und dann bringt uns das nichts. Aber sobald die Schützen halt aufhören zu zielen, haben wir halt wieder die Lederschwinge. Das sind immer noch Tiere, Rafim. Ja, das ist ein guter Punkt. Außerdem haben wir doch einen Sniper dabei. Wenn da noch drei sind, dann soll er die halt wegmachen. Ich denke halt eher an 30. Ja, ich habe Vertrauen in Diamantis. Also, meine Güte. Ja, ich kann noch was Vortex spenden. Und dann kostet mich jeder Schuss einen Bach so. Ich kann die Wand aus Erz. Goldene Palestrina. Leute, Dann das Erz ist hier nicht so useful. Da bist du mit dem Vortex viel besser weitergegangen. Ja, ich weiß, du siehst alles aus der dummen Elementaristen-Ecke, aber du kannst nicht alles mit so Erz lösen. Ja, und was der Sturm für uns tut, das liegt halt sehr stark in Frostys Macht, weil es ist eine Liturgie. Also was die Göttin für uns macht oder nicht macht, das sehen wir dann. Klar, auf derselben. Ich glaube, die Kombination Sturm plus Illusionszauber, der uns mit wenig Leuten tarnt, ist eine starke Kombi. Ja, Lederschwingen, die Tiere sind. Die Lederschwingen als Horde zumindest als Problem nehmen. Genau. Vereinzelt werden wir die sicherlich antreffen. Wenn wir die dann noch vereinzelt antreffen, dann müssen wir alle hoffen und beten oder Diamant so viel Rachsuchtpunkte verbrennt, dass er Rachsucht 84 hat. Ich merke gerade, wir haben Zugriff auf den Federfall. Nur um die Klippe nochmal ins Zähne zu setzen. Ja, das fällst du langsam runter und du trinkst dann. Genau. Es geht nicht ums Fallen, es geht ums Schwimmen. Ja. Also wenn das Schiff da unten ruhig liegen würde und wir könnten runterspringen, wäre das super, aber das Schiff kann halt nicht so nah an die Klippen, weil sonst wird das Schiff gegen die Klippen gedrückt. Damals hattet ihr eine Monarche, ne? Der war das egal. Die stand da mit den Spinnenbeinen, hat man die Leiter angelegt, ist dann hochgeklettert. Frosty, die ist da dran gestorben! aber nicht an der Klippe. Trotzdem! Das kein Problem? Ich habe Schwimmen auf 17. Ja, also meine Schwimmwerte ist dann okay, aber meine Attribute nicht. Also ich kann mir eine Kima anhexen. Ja, aber dein Problem ist ja nicht, dass du nicht über Wasser dich halten kannst, sondern dass du immer wieder gegen die Klippen geballert wirst, weil die dich halt mit der Ebbe und Flut raus und wieder reinballern. Amatrud sagt, das Problem dann eher ist, dass du aber nicht wegkommst, weil du dich nicht vernünftig bewegen kannst. Genau. Ja, genau. Okay, wir springen also nicht von der Klippe. Nein. Gut. Sei denn, du steigerst ganz gut. Die Idee ist jetzt also endgültig tot. Gut. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Also, ich hätt's gemacht, ihr hättet euch gerne alle nacheinander von der Klippe geworfen. Meister, paralysiert. Okay, Meister der Luft. Pass auf, wir machen das jetzt so. Also, nur grober Plan, ne? Wir gehen da hin. Wir bereiten alles vor, wir spielen die Harfe. Irgendwer ruft einen Sturm, entweder Zulamin oder Serpentilio, können wir uns ausklamüsern. Der deckt uns vor den Lederschwingen, dann verpissen wir uns unter Deckung dieses Sturms. Was für Lederschwingen uns nachkommen, müssen wir auf alle Wege, die wir haben, aus unten im Illusionszauber, wenn aber mir dann was Günstiges hat. Dann verpissen wir uns. Alles, was noch nachkommt, müssen wir auf mehr oder minder profane Mittel ausschalten, was wir dann halt noch haben. Wir verziehen uns nach whatever Boote weg, irgendwo in diesem Sumpf, whatever, steigen unser Boot und verpissen uns südwärts, so schnell es geht. Das klingt für mich nach einem brauchbaren Plan. Denke ich auch. Okay, dann offene Punkte noch. Was ist mit Pferden? Ja, nein. Pferde bedeutet wahrscheinlich, dass wir uns mit Rulat doch auseinandersetzen müssen, was wir ja eigentlich nicht wollten. Rulat Pferde kriegt ihr auch nicht durch den Sumpf. Also die müsstet ihr dann oben an der Nordspitze zurücklassen. Und Rulat anzupieksen bedeutet, dass jetzt auf dem Rückweg noch Probleme machen können. Dann vergessen wir das Thema Pferde. Gut, dann nochmal einen Schritt. Dann nochmal einen Schritt zurück zum Gefängnisausbruch, weil das ist ja das, was wir davor bewältigen müssen. Meine Sorge ist, dass wir dann schon angeschlagen sind und eure Astralpunkte auch zu wünschen übrig lassen. Können wir der Alchemiker technisch gegensteuern? Lass mich kurz nachschauen, was wir haben. Wenn wir jetzt noch Zaubertränke machen, ist nur Schwarzoger. Ja, nur Schwarzoger, wow.
dann kümmere ich mich um die. Also ich brauche nicht viel ASP. Reicht ein Imperavi und dann ja, ist das durch. Ja, sehr dankbarer Horifobus. So, wir haben Heiltränke und wir haben 4 Zaubertränke. Qualität also ich meine, wenn wir genug Heiltränke haben, ich kann bestimmt einen wegduelen. Also ich krieg da bestimmt hart auf die Fresse, aber... Ja, aber es sind Ogre, die kannst du ganz einfach wegzaubern. Ja. Du hast schon, ich lass Terra machen, aber lass halt Abel mir oder mich machen, ist egal, Horifobus oder 6 reicht bei denen fast noch. Also das Einzige wird sein, der eine Schwarzoger, den Boberat mitgebracht hat, der wird sich nicht verarschen lassen, vermute ich. Die eine Sache, die ich noch erklären möchte, ist, wer Sulamin strich Serpentinium und Abelmeer, wer ist nützlicher noch Energie zu haben auf dem Rückweg? Zauberer oder die Geweihte? Ich weiß nicht, der Zauberer. Ja, ich würde auch sagen, weil was willst du beim Rennen mit irgendwelchen Liturgien? Wie viele Stunden willst du das da schämen? Eine wie ich sage, wenn wir einen Gefängnisausbruch überstehen, haben wir noch eine Gefangene bei uns, die Admirin. Was machen wir mit der? Die kann schon mal loslaufen. Ich habe doch gerade gesagt, dass wir Truppen mitnehmen, die sich um die Gefangenen in Sicherheit bringen. Und wenn die Admiralin mit uns nach Norden kommen will, kann sie das tun. Ansonsten kann sie mit unseren Leuten zurück zum Schiff gehen. Okay. Stimmt. Wir können einfach ein paar Jungs mit nach Rulat nehmen und dann soll die halt schon mal nach Votorek zurücklaufen mit den Gefangenen. Dann dieser Tunnelgrab-Dämon, da gehen wir davon aus, dass der nicht mehr da ist. Sonst müssen wir noch einen Achor vorbei einplanen. Also meine Vermutung ist eher, saß mal irgendwer drin und der hat einen Tunneldämon gerufen, um da rauszubrechen. Und nicht, da ist ein Tunneldämon. Genau, also ich glaube, der ist noch da. Ich glaube nicht mehr, das sind wahrscheinlich so ein Darei oder so, der irgendwie Kram hat wahrscheinlich nur. Genau, an so einen habe ich auch gedacht. Just saying, wir könnten einen Tunneldämon rufen. Nein. Ja, aber wir haben ja einen Tunnel. Also ja, nein. Ich meine, der Tunneldämon gräbt uns einen Tunnel. Von hier bis zum Ritualplatz. Ja, genau. Ich fände es moralisch sympathischer, wenn wir zum Gefängnis kommen und dann schnappst du dir diesen Tunneldämon, der da zufällig noch so rumhängt. Warum kannst du denn ja auch hierbleiben, wenn du auf die Ola, bis der durch ist? Wir können da ja schon mal jetzt einen Tunnel anlegen, vielleicht brauchen wir den in Zukunft ja nochmal. Wenn ihr damals den Achorho bei auf diese Sache angesetzt hättet, hätten wir jetzt nicht diese Probleme. Genau. Also ich glaube, wie Darus gerade zusammengefasst hat, ist ein guter Plan. Alright, wie gesagt, mit dem können wir auch machen. Und wenn wir wirklich, wenn das richtig massiv schief geht und wir immer noch 30.000 Lederschwinger am Arsch haben, können wir immer noch in Deckung gehen und einen zweiten Sturm versuchen, just in case. Bin auch bereit, 10 Rachsuchtpunkte zu opfern. Du musst nur auf ihm ins Bein schießen. Ihr müsst ja nicht die Schnellsten sein, es geht nur darum, dass einer langsamer ist. Oder wir können halt immer noch irgendeinen fiesen, I don't know, einen Kampfdämon oder einen Djinn rufen, der die hoffentlich auseinander nimmt, denn die sind profan, das wird schon gehen. Ich bin per Default der Langsamste. Das größte Hindernis wird halt wirklich sein, die erste Welle loszuwerden. Boom, genau, ich glaube auch, wenn wir vor dem Sturm erstmal weg sind und wenn wir dann noch 30 Lederschwingen am Arsch haben, mit 6 Mann kriegen wir die Viecher schon tot, die sind ja dumm wie Brot. Okay, so, ich hatte das von einem wahren Plan, ich würde einfach sagen, wir machen das. Oder ansonsten fressen wir uns jetzt hier noch viel weiter fest, wenn wir irgendwelche Eventualitäten durchsprechen. Ich glaube, wir können uns auf den groben Ablauf, denke ich, gut einigen alle. Und wie geht ihr an Land? Nicht über den Hafen? Nein. Wir lassen uns absetzen. Richtig, wir lassen uns absetzen, einen kleinen Trupp an. Irgendwie drum, oder? Ist gut, klar. Wir lassen einen kleinen Trupp an Soldaten da, die aufpassen. Ja, wir lassen uns an Rulat rausrudern, die Jungs rudern zurück, fahren schon mal nach Votorek. Oder geht ihr über den Sumpf, geht ihr dann an Rulat vorbei ins Gefängnis? Genau, dann sind ein paar Jungs schon am Gefängnis und die nehmen dann die alten Gefangenen mit nach Votorek und setzen die schon mal in unser Boot. Gut. So setzt ihr Segel. Ende. Wow. Ja, macht doch jetzt keinen Sinn, dass ich da jetzt nochmal mit anfange. Ja, richtig. Ja, jetzt haben wir geplant für nächste Woche, das Gefängnis. Ist super. Was ich glaube auch, das ist ein relativ komplizierter Angriff. Ich glaube, da haben wir jetzt gar keinen so schlechten Plan. Habt ihr, wen wollt ihr jetzt noch mitnehmen? Alle Schützen? Die Hälfte Schütze? Kein Schütze? Kein, oder? Also mein logisches Gedächtnis sagt kein, aber wenn ihr unbedingt welche dabei haben wollt, werde ich mich als Spieler nicht dagegen wehren, wenn wir jetzt 10 da mitnehmen oder 100, mir egal. Aber ja, ich hätte gern 6 dabei, 3 von jedem. Also 6 Helden. 6 Helden, nehmt ihr Hippolyta mit? Was, oder?
Nein. Ich würde ehrlich gesagt so wenig Leute mitnehmen wie möglich, weil sonst ist halt der Illusionszauber von Abel mir irgendwann impossible, wenn du 18 Leute anfängst zu tarnen. Schützen? Und es wird auch schwerer, aber wenn wir Hippolyta mitnehmen, dann kann sie sich halt selbst an. Hippolyta kann ASP spenden. Wenn es hart auf hart kommt und sonst du nichts zu taugen hast, ist immer noch eine ASP-Batterie. Auf dem Gemälde wären 6 Helden. Okay, also 6 Helden, wie viele Schützen? Keine. Dann seid ihr alleine. Gut. Ja. Wir haben ja einen Schützen, der Mann hat Rachsucht und der ist bereit auszugeben. Es geht nicht darum, einen zu haben, der gut schießen kann. Es geht darum, viele zu haben, die oft schießen. Ja, also ich glaube auch, es ist ganz egal, wie schwer es ist, einen so eine Niederschwänge zu treffen, wenn die auf den Pfeilen runter auf den Boden laufen kann, weil so viele da sind. Ah, doch, natürlich. Wir nehmen Tekala mit. Da muss man Balestrinas nachladen. Ja, Tekala könnt ihr mitnehmen. Das ist okay. Doch. Jeder mehr an Verlust, den wir hinterher leiden. Denn die Menge an Leuten, die wir wegtransferisieren... Ja, der klar, Pentilio, er hat ASP. Ich sag ihm nicht, er darf nicht. Ich sag ihm, er sollte nicht, wenn er will, dass der Junge lebt. Ich überlege gerade, ob ich den Bären durch den Sumpf kriege, aber ich glaube, das ist kein so guter Plan. Ich werde sowas von vorher in Karakil binden. Ich weiß nicht. Macht's gut, ihr Trottel. Aber ich weiß nicht, vielleicht wäre das wirklich mal wieder was, wo wir Mira mitnehmen könnten. Weil ich meine, das ist Wildnis, oder? Um ehrlich zu sein, Frosty, ich dachte mehr auf herbeirufen und sagen, kommt mit mir, wenn ihr leben wollt. Aber gut. Ich sehe meine Opferbereitschaft, die wird nicht zu schätzen gewusst. Keine Ahnung, also ich glaube, ich nehme ins Gefängnis, würde ich sie nicht mitnehmen, aber sie kann ja vor dem Gefängnis warten und dann reite ich halt mit der nach Norden und dann reite ich mit der wieder zurück. Ich glaube, da kann sie wohl mitkommen. Ja, finde ich gut. Ich muss den Intravi steigern. Die kann ruhig mal wieder da sein. Fuck. Ich muss musizieren steigern. Ja. Nimmst du deinen Strauß mit? Was? Wenn ich darf, auf jeden Fall. Ey, komm. Das ist der Ausflug für die Viecher. Warum nehmen wir nicht gleich Elefanten mit? Ja, die Elefanten reit hier. Voll die Menagerie. Lass uns einen Strauß mitnehmen. Weil ihr die verdammt nochmal in Janka ausgesetzt habt. Hätten die dabei, würde ich das vorschlagen. Ja, richtig. Wir sind so unauffällig irgendwie. Wir erobern mit 2 Elefanten Roland. Stell dir mal vor, auf diesem Wandbild, da stehen 6 Helden und 2 Elefanten. Nein, war zu ruhig. Wer sind wohl diese Helden? Ach, das bin ich und meine Parade-Elefanten. Sie begleiten mich auf meinen Abenteuer. Man muss ja auch mal Stil haben. Das ist richtig. Oh. Nee, also, wenn ich Schnabelmir mitnehmen darf, nehme ich den auf jeden Fall mit. Wenn Schnabelmir dieses Ding überlebt, Frosty, komme ich zu dir nach Hause. Sag deiner Frau, dass du ein schlechter Mensch bist. Warte mal, also wir nehmen 6 Helden, gehen in den Sumpf. Mira, Schnabelmir, noch irgendwas? Gut, dann. Also ich hätte nix. Alles klar. Oder will sonst noch irgendjemand irgendwas mitnehmen? Pferde machen keinen Sinn im Sumpf. Achso, ja hier, der Tekala. Tekala. Ja, genau. Gut, dann habe ich die Token dann schon mal beisammen. Tekala. Haben wir hier noch so was wie Sumpfausrüstung? Sumpfgangerschuhe oder Quatsch? Wenn du im Sumpf helfen würde? Bestimmt auch, oder? Ich kann welche basteln. Zur Zeit, dass ihr Skifahren steigert. Nein. Ich habe schon Fliegen gesteigert. Du kriegst mir nicht noch dazu, dass ich Skifahren steigere. Ich muss gerade unsere NSC-Liste noch anschauen, ob es irgendjemanden gibt, der auf der Mission cool wäre. Aber hatten wir nicht sogar so eine Wildnisläuferin oder ist die weg? War die, was die, ist, das was war die Jägerin. Ja, das war die wir hatten diesen Kalfater. War der nicht Nostrianer? Irgendwas mit Deichbauer oder so? Richtig. Den könnt ihr nehmen. Haben wir den mitgenommen? Echt? Oh ja, den haben wir mitgenommen. Der bringt euch Skifahren bei. Ich hoffe, dass er sich auf jeden Fall mit unserem Andergasser anlegt. Und dem der die Prothese klaut und dann viel stief und fest behauptet, dass es nicht war. Das wäre so super.